So, Tag zusammen. Heute geht's um den Sample Editor in Cubase. Und dafür habe ich hier ein kleines Beispielprojekt erstellt. Und das ist mir eigentlich ziemlich peinlich, weil ich habe da gesungen. Und singen ist definitiv meine größte Stärke. Ich habe da was gesungen, was ich vor 7 Jahren oder so schon mal gesungen habe. Und das ist hier dieser Beispielsong, den ich auch nochmal im Projekt drin habe. Den kann ich den vorspielen, sollte ich den... Ja gut, komm, egal. Den spiele ich jetzt einfach mal ganz kurz an. Da hört man, was ich hier singe, und weil man das hier aus dem Song nicht rausschneiden kann und einzeln bearbeiten kann, weil da auch noch Streicher im Hintergrund sind, habe ich das hier nochmal neu gesungen. So, wir hören das jetzt mal kurz. The first time ever I saw your face, I thought the sun grows in your eyes. The first time ever I kissed your face, I thought your sun shines in my mind. Ja, der Tag war grauer als die traurigste Mauer, das Wetter nass kalt, der Regen tropfte wie Tränen auf den aufgeweichten Asphalt. Ja gut, haben wir das gehört? und hier habe ich das einfach nachgesungen, und weil ich echt Probleme hatte, so hoch wieder hochzukommen auf die Tonlage, habe ich das einfach hier, ich weiß gar nicht mehr, 4 Töne, 4 Halbtöne oder so runtergepitcht. Und das klingt dann im Endeffekt so. Jetzt haben wir hier also die Streicher, hier haben wir so ein Glockenspiel-ähnlichen Sound, und hier ist die Vocalspur. The first time ever I saw your face, I thought the sun grows in your eyes. The first time ever I kissed your face, I felt your sun shines in my mind. Dirty. Gut, daran müssen wir uns jetzt gewöhnen, so leid es mir tut für euch. Aber so ist das jetzt. Okay. Den Sample Editor öffnen kann man mit Doppelklick aufs Audio Event oder mit selektiertem Event und Return drücken. Da kann man den auch direkt mit Return wieder schließen. Okay. In der oberen Leiste hier hat man ein paar Buttons, wo man ein paar Sachen einstellen kann. Erster Button kann man sich einstellen, was man sehen möchte, wenn man den Sample Editor geöffnet hat. In meinem Fall der Inspektor geöffnet. Das ist dieses Feld hier links, Infoline. Das ist dieses schwarze Feld, wo man einfach ein paar Informationen über das Audio-Event bekommen kann. Overview-Line ist dann diese Übersicht eben. Und Regions sind hier die Regionen, falls man sich welche erstellt hat. Das brauchen wir erstmal nicht. Okay, zweiter Button ist der Solo-Button. Wenn man das, was man im Sample Editor hat, nur solo hören möchte, nicht das alles, was zusammen noch in dem Stück eben spielt, dann drückt man hier drauf und schon hört man das hier solo. Das dauert immer ein bisschen. The first time ever I saw your face. Und jetzt wieder alles zusammen. The first time ever I saw your face. Wir bleiben bei Solo. Dann hier Acoustic Pitch Feedback. Das ist, wenn man hier sich im Vari Audio Feld bewegt und hier eben Pitch-Änderungen vornimmt, dann kann man die direkt beim Ändern eben hören, wenn das hier angeschalten ist. Dann nächster Punkt ist, ob man diese Grenzen, Event Start und Event Ende, ein bisschen rauszoomen hier, ob man die eben sehen möchte oder editieren können möchte. Dann klickt man hier drauf. Jetzt das weg. Das ist quasi das gleiche, wenn ich hier das Event verändere, wie, wenn man hier rausguckt, wie das hier. Gut. Dann haben wir hier nochmal einen Button, der dasselbe macht wie dieser hier. Show Regions. Als nächstes hier ist sozusagen Cursor Follow. Wenn man hier ein bisschen weiter reingezoomt hat und man spielt von hier ab, dann wird die Sicht einfach mit dem Cursor mitwandern. I thought that. Dann hier nochmal ein Play-Button, ist das eigentlich dasselbe wie Space, würde ich behaupten. Und hier einen Audition Loop. Das loopt jetzt nicht die Selektion, die man hier gemacht hat. Wie es hier der Fall gewesen wäre, sondern die Range, die man sich selektiert hat mit diesem Selection Tool. Einfach mal hier. Your face.
Dann hier ist die Lautstärke, kann man sich einstellen, in der man bei diesem gedrückten Button eben hören möchte. Dann hat man hier noch eine Funktion Snap to Zero Crossings. Das ist, wenn man sich hier was selektieren möchte, dann wird das Raster immer anhand der Nulldurchgänge hier, wenn dieser Strich durch den Nulldurchgang durchgeht, da wird er dann anfangen zu selektieren. Ich kann ja hier anfangen, versuchen zu selektieren. Und wir werden sehen, er wird hier erst anfangen, beim ersten Zero Crossing sozusagen. Und das ist jetzt auch unser Raster. Wenn ich das ausschalte, dann kann ich auch dazwischen was auswählen. Und das ist eben zur Vermeidung von Knacksern, wenn man irgendwie was rauslöscht oder eben editiert. So, dann hier haben wir schon gesagt, Range Selection Tool. Ich kann mir hier einen Bereich auswählen, den ich bearbeiten möchte. Zoom, ich kann hier reinzoomen und wieder rausgeht mit Doppelklick. Stiftwerkzeug, wenn man ganz weit reinzoomt, dass die weißen Füllungen hier dieser Kurve verschwinden, was jetzt der Fall ist, dann kann ich hier selbst meine Kurven einzeichnen, wenn ich das möchte. Okay, nächstes Tool ist Play Tool. Oh, your face. I thought posing. Kann ich hier einfach überall reinklicken. Das hier ist sozusagen, kann man ein bisschen scratchen. I thought was. Und hier, das ist das Time Warp Tool, da kenne ich mich nicht mit aus. Vielleicht mache ich mich noch schlau drüber und erzähle was, aber momentan habe ich darüber noch nicht wirklich die Ahnung. Deswegen lassen wir das einfach mal weg. Hier Snap On Off. Das ist der Musical Mode, den man anschalten kann. Das kann man aber auch noch hier machen, im Audio Warp Tab. Dann haben wir hier ein paar Informationen über eben das Sample, was man gerade bearbeitet. Wie viel Takte, Vierteltakte und welches Tempo, Signature und der Algorithmus, der noch wichtig wird, wenn man hier Time Stretching und Pitch Shifting und so einen Scheiß macht. Scheiß habe ich nicht gesagt übrigens. So viel erstmal zu der oberen Leiste. Die nächste Leiste ist diese Infoline. Da sieht man einfach nur ein paar Informationen über das Sample. Und hier, das war die Overview, also die Übersicht. Hier kann man zoomen und den Bereich, den man anschauen will, eben durchscrollen. Und lauter solche Spirenzchen.